Mehr als anderthalb Jahre hat es gedauert. Nun ist die Entscheidung gefallen. Das türkische Parlament stimmt einem NATO-Beitritt Schwedens zu. Das letzte Wort hatte der türkische Präsident Erdogan. Im nächsten Schritt muss die Türkei den Aufnahmeregeln zufolge das US-Außenministerium über die Annahme informieren. Schweden fehlt aber weiterhin die Zustimmung Ungarns, um NATO-Mitglied werden zu können.